Grüß dich, schön, dass du bei mir gelandet bist. Ich melde mich heute nach langer Zeit wieder und es tut mir total leid, dass ich so lange kein Video hochgeladen habe. Aber es ist bei mir gerade so stressig, dass ich es einfach nicht geschafft habe. Aber jetzt habe ich so einen freien Moment und habe mir gedacht, jetzt drehe ich gleich eines der überfälligen Videos. Und zwar die Review zu meiner DM-Lieblinge-Box. Das war ja die allererste von diesen DM-Lieblinge-Boxen. In der Zwischenzeit ist ja schon die zweite im Umlauf, also ich bin ohnehin schon spät dran. Aber jetzt machen wir das rucki-zucki. Und ich muss jetzt schon sagen, also für mich hat sich diese DM-Box um 5 Euro sowas von ausgezahlt. Ich liebe wirklich die meisten Dinge, die da drin sind. Das erste, was da drin war in der Box, ist von Max Factor die 2000 Calorie Volumen Mascara. Und ich zeige dir geschwind das Bürstchen. Das ist so ein ganz normales, eben so borstiges Bürstchen, kein so ein Gummibürstchen. Und ich habe absichtlich heute so ein bisschen ein unauffälliges Augen-Make-up, denn ich möchte dich da gleich ranzoomen und dir zeigen, ich habe sie nämlich gerade drauf und die macht wirklich wunderschöne Wimpern. Das ist jetzt eine Schicht, die ich da aufgetragen habe und der Effekt ist echt ganz toll, finde ich. Und ich kann sie echt nur empfehlen, also ich war total positiv überrascht, ich hatte noch nie davor von Max Factor eine Wimperntusche und ich muss echt sagen, die macht Volumen, die gibt Schwung, die hält die Wimpern in Form, also die sacken nicht so irgendwie langsam ab im Laufe des Tages, sie schmiert nicht, also sogar ich, wo ich immer Gefahr laufe, dass ich hier oben dann so diese schmierigen Streifen von der Wimperntusche habe, das passiert bei mir nicht, obwohl ich so diese ganz ölige Haut habe. Also kann ich echt nur empfehlen, das ist jetzt die Farbe Black und ist auch nicht wasserfest, also es gibt sicher auch eine wasserfeste Variante davon, nehme ich mal an. Das heißt, wenn du so eine Drogerie-Wimperntusche für dich suchst und mal was Neues probieren möchtest, diese von Max Factor kann ich echt nur empfehlen. Originalpreis ist 8,95 Euro. Dann hatte ich von Balea Young diese Bodylotion hier in der Geruchsrichtung Funky Jungle. Und da ist es ja bei mir immer so bei Bodylotion, dass ich mit meiner ganz arg empfindlichen Haut nie so recht weiß, werde ich die vertragen? Und in dem Fall kann ich sagen, ja, ich habe sie vertragen. Ich verwende sie auch nach wie vor jeden Tag. Ich liebe diesen Geruch. Ich wäre sonst niemals auf die Idee gekommen, glaube ich, mir die zu kaufen, weil es mich jetzt rein optisch irgendwie nicht so anlacht. Ich weiß nicht, es ist mehr eben so dschungelmäßig und nicht so wirklich girly und ich bin immer mehr so die, die auf diese schönen, irgendwie girly-mäßigen Dinge hingreift. Aber der Geruch ist echt total angenehm. Für mich könnte sie noch ein bisschen reichhaltiger und pflegender sein, aber gerade jetzt im Sommer ist das sehr angenehm, weil sie ganz schnell einzieht und nicht so einen Film auf der Haut hinterlässt. Also bin ich auch echt total zufrieden damit. Originalpreis ist 1,45 Euro. Also wenn du auf der Suche nach einer neuen Bodylotion bist, probier die doch mal, riech doch mal da dran. Ich war echt total zufrieden. Dann hatte ich von Sebamed so ein Duschgel, Sebamed Pflegedusche mit Granatapfel. Und da sieht man auch, ich habe da schon ganz schön davon verwendet und nicht nur ich, sondern auch mein lieber Mann hat sich da drauf gestürzt. Auch bei dem ist es so, dass ich den Geruch total gern mag, ich vertrage es gut mit meiner Haut. Ich verwende es jetzt nicht so reichlich und schrubberichtig, sondern halt nur so ein bisschen, weil ich eben da echt aufpassen muss mit meiner Haut. Aber ich mag es sehr gerne, mein Mann mag es auch sehr, sehr gerne. Die Haut fühlt sich danach sehr gepflegt an, nicht so ausgetrocknet, nicht so quietschig sauber. Also durchaus auch eine Empfehlung und werden wir sicher weiterverwenden. Dann war da drinnen, und da musste ich mich jetzt auf die Expertise meines Mannes verlassen, von Rexona so ein Deo, Maximum Protection, beziehungsweise es ist nicht wirklich ein Deo, sondern es ist ein Antitranspirant. Ich habe ja das, muss ich ehrlich sagen, nicht so richtig gewusst, wie das ist, aber bei dem Antitranspirant ist es so, dass man das nicht nur so morgens wie ein normales Deo verwenden kann, sondern auch abends. Und das ist, macht dann, dass am nächsten Tag irgendwie so diese ganze Geruchs- und Schweißentwicklung gar nicht mehr so stark ist. Also das habe ich gleich meinem lieben Mann in die Hand gedrückt, nachdem ich es ausgepackt hatte. Und der ist super zufrieden damit. Der hat gleich sein anderes Deo links liegen lassen und verwendet jetzt nur noch das. Und was ich jetzt als Frau sagen kann, ist, es riecht unglaublich gut. Also ich mag den Geruch ganz arg gerne.
Und der Geruch hält auch ewig lang. Also wenn er sich das in der Früh drauf gibt, am Abend, wenn er von der Arbeit kommt, ist dieser angenehme Geruch noch immer da. Also das ist wirklich ganz, ganz toll und er ist echt begeistert und sagt eben selber, er würde sich's auch wieder kaufen. Also auch das echt ein guter Griff. Das heißt schon mal 4 von 5 Produkten, die super waren. Das fünfte Produkt war hier von Olas Antifalten Fest- und Strafftageslotion. Da muss ich ehrlich sagen, ich habe sie nur ein einziges Mal ausprobiert, weil ich vorhabe, die meiner Mama weiterzugeben, weil wenn du da hinten drauf schaust, siehst du es, empfohlen ist das ab 40 Jahren. Und das trifft jetzt auf mich noch nicht ganz so zu. Ich habe es einmal ausprobiert, um einfach so mal dieses Gefühl zu kriegen, wie fühlt sich's bei mir an auf der Haut. Und da war es sehr angenehm, angenehmer Geruch, sehr leichte Textur. Also habe ich es gern mögen, aber es ist einfach nicht für meine Haut gedacht und ich mag das nicht, so übermäßig intensive Anti-Falten-Produkte zu verwenden. Aber das kriegt auf jeden Fall meine liebe Mama weiter, weil da weiß ich, dass die Olas-Produkte auch total gern mag. Und so gesehen hat sich diese Box echt total für mich bewährt. Du siehst, die DM-Box war echt der Hit für mich. Wenn du auf meinem Blog diesen Artikel zur Glossybox gelesen hast, dann weißt du, dass ich die ja abbestellt habe. Das heißt, die werde ich nicht mehr kriegen, aber ich kriege ja weiterhin die DM-Box und hier neben mir steht jetzt schon gerade die neue. Und gleich nach diesem Video drehe ich das Unboxing-Video zur neuen DM-Box. Also wenn dich das interessiert, dann bleib dran, abonniere meinen Kanal und schau gleich wieder vorbei. Und wenn du noch nicht mitgemacht hast, mach auf jeden Fall noch ganz schnell bei meiner Verlosung mit. Die läuft noch, ich glaube, bis Ende der Woche. Ich weiß jetzt nicht auswendig, aber das kommt im Video auch vor, wie lang es läuft. Also wenn du da noch nicht dabei bist, dann mach auf jeden Fall bei meiner aktuellen Verlosung mit. Da gibt es jede Menge nette Dinge zu gewinnen. Und dann hoffe ich, wir sehen uns ganz bald bei einem anderen Video wieder. Und bis dahin wünsche ich dir eine schöne Zeit. Baba!